So, was haben wir hier? Was ist das für ein Geräusch? Oh, hallo. Alter. Da hängt einfach so ein... Boah, ich würde niemals... Ach, ich gehe einfach dran vorbei. Ich muss ja nicht schießen, wenn er mich nicht angreift. Vielleicht sind die ja lieb. Alter. Boah, Licht geht bloß nicht aus. Boah, ich hab's gerade echt eiskalt in den Rücken runtergespürt. Da ist eine Karte von Villa 1 UG. Mitnehmen? Ja, bitte. Mhm. Okay, wir waren schon mal in diesen Räumlichkeiten, so wie es aussieht. Sie haben die Karte von Villa 1 UG. Ja, weiß ich doch, ich hab die doch gerade genommen. Was liegt denn hier noch so rum? Gewehrmunition, aber hallo, bitte. Im Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Dazu sage ich jetzt nichts. Dieses Geräusch. Wow! Okay, ich muss schießen. Es gibt nicht. Ich habe keinen Bock auf so eine Kackspinne hier. Nö, die ist direkt aufgestanden. Ciao. Hier ist ja eh nichts mehr. Oh. Ich hasse Spinnen so sehr. Ich hasse sie so sehr. Es gibt nichts Schlimmeres als Spinnen. Was ist das für ein Geräusch? Irgendwas kommt auf mich zu. Ah, kommst du auf mich zu? Oh ja. Wenn man wegguckt und zielt. Ja. Da ist noch einer. Okay. Die beiden habe ich. Den Dolch nehme ich auf jeden Fall mit. Oh Gott. Ich hoffe, der steht nicht wieder auf. Auf dem Regal gibt es eine Reihe kleiner Objekte. Bei näherem Hinsehen entdecken Sie das Siegel von Raccoon City auf einem zerbrochenen Teller. Schön. Das ist ja toll. Okay. So, was... Hier geht's ja auch weiter. Moment. Laut Map. Ich gehe erstmal hier lang. Das ist eine gute Idee. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Ja. Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Was? Das ging mal einfach. Echt? Ist bereits wiederhergestellt. Das heißt, der Aufzug funktioniert. Ja, fein. Schnell weg hier. Das heißt, dieser... Ah ja, okay, hier ist die Küche, glaube ich, ne? Wir sind direkt bei der Küche. Falls man sich erinnert. Pistolenmagazin? Ja, klar. Also Munition muss ich immer mitnehmen. Auf dem Regal gibt es... Ja, das hatten wir schon. Raccoon City, ja, zerbrochene Teller, bla bla bla. So, gibt es hier sonst nichts. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Wenn wir jetzt in der Küche sind, weiß ich, wo wir sind. Alles klar, ja. Wir sind genau hier. Ja. Alles los, Jung. Oh, da ist ja noch einer. Ohohoho. Okay, kann ich hier irgendwie austricksen? Weißt du was? Scheiß drauf. Einen kann ich ja wenigstens nur abmurksen. Oh, du stehst aber nicht auf. So, Moment. Dieser Aufzug. Wo bringt er uns hin? Aufzug benutzen? Warum auch nicht? Wohin geht's denn jetzt für uns? Ist das der richtige Weg hier gerade? Okay, hier läuft auch irgendwas rum. Wow! Alter. Moment, ich muss jetzt mal gerade klarkommen, wo wir sind. Okay, da oben geht's in einen großen Raum. Da weiß ich noch nicht, ob ich rein möchte. Nach links geht's in unseren Korridor im Villa. Also in der normalen Villa. Und dann ist da noch eine Tür. Wow!
Leute. Fuck. So, wenn das Ding explodiert, explodiert der andere auch. Du musst nicht nachladen. Ich glaub's ja wohl nicht. Der andere ist auch explodiert. Perfekt. Ja, super. Das hat gut geklappt. Und hier liegt etwas, das wir brauchen können. Ja, bitte. Ja, nehmen wir mit. So. Okay, wir brauchen das nämlich. Erst einmal kombinieren. Achso, brauche ich ja gar nicht mehr. Warnung. Verwenden. Immer noch Warnung. Ja, ich kann es halt nicht mixen jetzt. Ich nehme einfach beide grünen. Grünzweige. Ich hoffe, das reicht. Verwenden. Gesund. Schön. Das wollte ich lesen. Okay. Hier ist dieser große Raum. Was ist eigentlich hier für ein Falter am Fenster? Eine asiatisch anmutende Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländlichen Stil. Das ist schön. So, hier, ich meine dieses Vieh. An dem Fenster. Kein Kommentar? Gut. Ich weiß nicht so recht, ob ich hier rein sollte. Freunde, ich weiß es nicht. Weil das sieht mir nach Bossfight aus. Ich weiß nicht warum. Ich möchte erstmal schauen, wenn wir hier durchgehen. Oh, Moment, da war ja noch ein Gang. Oder ging es nur hinter den Aufzug? Ja, ich glaube, das ging nur hinter den Aufzug. Wir kommen eh nochmal wieder. Oh. Ja. Und die Munition auch sehr gerne. Ja, ja, ja. Magnum-Munition, sehr gut. Oh, hier geht's ja gar nicht weiter. Was ist das denn? Blendgranate mitnehmen? Ja. Und was ist das? Mehr Objekte können sie nicht tragen. Das sieht aus wie eine Autobatterie. Scheiße. Okay, ich glaube, die brauchen wir. Das Regal ist voller eingestaubter Requisiten und Hirschgeweihe. Ja, ist ja schön. Das Regal ist voller bla bla bla. Okay, wir müssen nochmal wiederkommen. Wo sind wir hier? Okay, in diesem kleinen Raum. Ah, okay. Ja gut, zu unserer nächsten Kiste haben wir es ja nicht so weit. Dann würde ich sagen, gehen wir da hin und kommen nochmal wieder mit leeren Taschen. Und zwar gehen wir jetzt... Oh. Eine beschädigte Statue einer Göttin. Schön. Mal diese Kommentare. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Das war die Tür, die wir vorhin nicht aufbekommen haben, nicht wahr? Ja. Was soll die bedrohliche Musik jetzt? Hier ist doch nicht etwa irgendjemand, oder? Muss ich nachladen? Nein. Nee, da kommt irgendwas jetzt. Dann flippe ich aber aus. Wir müssen hier in diese Tür. Ich will erstmal zur Kiste. Wir müssen Sachen abladen. Ja. Das ist immer richtig. Ja, wir müssen runter. Wo bist du? Alter. Och, Musik, du beruhigst mich immer wieder. Hier gibt es verschiedene Arten von Seren. Ich dachte, wir können wieder so ein Serum abstauben, aber können wir nicht. Wappenschlüssel. Ich weiß immer noch nicht, wofür der ist. Ich guck gleich mal auf der Map, ob wir noch eine verschlossene Tür haben. So. Wolfsmedaille. Ach, und jetzt haben wir auch die Adlermedaille. Die haben wahrscheinlich was miteinander zu tun. Höchstwahrscheinlich. So, die tun wir auf die Pistolenmagazin zum Stacken. Und die können wir hier drauf packen. Sehr schön. Drei freie Slots. Eine für die Autobatterie. Und dann noch zwei, falls wir was brauchen. Finde ich ganz gut. Und jetzt Wappenschlüssel.
Okay, wir sind jetzt ganz links. Ganz rechts ist noch eine Tür. Ganz rechts ist eine Tür, ja. Hm. Was ist das nochmal für eine Tür? Hab ich mir das aufgeschrieben? Ich guck mal ganz kurz. Hier haben wir den Schlüssel benutzt. Hier haben wir den Schlüssel auch benutzt. Den habe ich nicht einmarkiert. Es kann sein, dass der das ist. Also rechts bei der Schreibmaschine. Die rechte Schreibmaschine hier. Und zwar links daneben direkt. Die rote Tür. Da ist ein kleiner Raum. Vielleicht lohnt sich ein Blick. Wie kommen wir da am besten hin? Wir müssen erstmal hoch. Wir holen auch direkt die Autobatterie, würde ich sagen. Ja. Wir gehen erstmal die Autobatterie holen, komm. Und dann gehen wir rüber. Ich will erstmal sehen, was in diesem kleinen Raum ist. Das scheint mir irgendwie was Spezialmäßiges zu sein. Wo musste ich da rein? Geradeaus. Oh Mann. Oh, ich habe nicht abgespeichert, merke ich gerade. Das wird mir doch hoffentlich nicht zum Verhängnis. Alter. Dieser Gang macht mir immer wieder Stress. Vielleicht kommt irgendwas. Ich sehe schon kommen. Wo muss ich hin? Vergesst immer, wo ich lang muss. Hier lang. Jetzt ist die Tür auch geöffnet. Boah. So. Hier war das. Hier war die Autobatterie. Dann nehmen wir die mit, bevor ich sie vergesse später. Dann haben wir die schon dabei. Wofür auch immer wir die brauchen. Batterie mitnehmen? Jawohl. So. Moment. Da hing noch irgendwas links. Ist das irgendwas? Nö. Na gut. Dieses Haus ist einfach... Das ist schrecklich. Das ist wirklich schrecklich, dieses Haus. So. Okay, Aufzug müssen wir nicht nutzen. Wir gehen in den Innenhof, ja. Ne, wir gehen wieder zurück durch die Tür. In den großen Raum möchte ich noch nicht, ehrlich gesagt. Wobei, die ist auch rot, die Tür, ne? Vielleicht ist das der Schlüssel für die Tür. Ich bin so unentschlossen gerade. Ich gehe erstmal rüber. Ich gehe erstmal auf die rechte Seite. Dann haben wir da alles weg. Da haben wir da alles weg. Und wenn wir nicht reinkommen, dann steht da wahrscheinlich, was wir benötigen, um reinzukommen. Dann haben wir die auch weg, wenigstens die Tür. So. Okay. Wo können wir am besten langlaufen jetzt? Ja, wir können einfach hier rüber. Wir könnten einfach rüberlaufen. Mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Na, wer schlendert denn hier so lang? Scheiße. Wir müssen einmal ums Eck herum und dann die erste Tür rechts. Was? Was bist du? Ich hoffe, du siehst uns nicht. Wir müssen nur hier rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe. Du fucking Zombie. So, jetzt nur geradeaus. Ja, hier runter. So. Der Türgriff wurde repariert. Ja, ist doch schön. Geh durch. Weiß ich doch schon längst. Hat uns doch der Wesker erzählt. Oder hat er das nicht irgendwo dran geschrieben? Irgendwo stand es auf jeden Fall. Die Tür ist direkt neben uns. Was?
Oh mein Gott. Stirb, stirb. Bleib liegen. Bleib liegen, es ist besser für dich. Boah. Direkt nachladen. Kombinieren. Ein paar Schüsse haben wir ja noch, von daher alles gut. So. Sie haben den Wappenschlüssel verwendet. Exzellent. Ich wusste es. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja. Perfekt. So, hier ist ein kleiner Raum. Ich bin gespannt, was drin ist. Rebecca! Is she upstairs? Was? Na toll. Muss ich jetzt hoch? Muss ich sie jetzt suchen? Ich schaue mich erstmal um. In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Mach das Licht an. Oh, wo ist die Lampe? Hier. Oh, da ist ein Schalter. Ja, na klar drücken. Sehr gut. So, jetzt siehst du alles. Das ist ein Metallobjekt mitnehmen? Ja, bitte. Was war das denn? Prüfen. Ein Objekt aus einer Legierung. Ein Symbol ist eingraviert. Keine besonderen Merkmale. Ist auch was eingraviert, Mann. Kannst du das nicht beschreiben? Ich meine, wir haben so ein Ding schon mal gefunden. Wo war das nochmal? Blendgranate. Immer gern gesehen. Eine Sammlung dicker Wälzer. Hier gibt es Bücher über alles. Von Genetik bis Politik. Interessant. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befassen sich mit Biologie. Okay. Eine Sammlung. Was haben wir hier noch? Munition. Her damit. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Welcher Inhalt? Welcher Inhalt? Wovon? Da ist ein Schalter. Drücken. Ach so. Okay, warum sind wir jetzt hier rein? Ach so, wegen diesem Metallobjekt. Okay, ich glaube, wir mussten sogar hier rein. Sonst ist hier nichts? Nein, nicht drücken. Ich glaube, das war's schon. Okay, wir gehen wieder raus. Wir gehen hoch. Rebecca ist oben. Das bedeutet... einfach wieder zurück. Hier entlang. Mann. So. Einmal hier. Er hat gesagt, sie war oben. Aber wo oben? Gibt's 1000 Räume, Mann. Diese Tür hat keinen Griff. Sie können nicht durchgehen. Ja, toll. Gehen wir mal hier lang. Gehen wir von der anderen Seite rein. Warum hat die Tür keinen Griff? War das schon immer so? Oh, hier ist der Zombie. Hier müssen wir rein. Also hier möchte ich gerne rein. Um zu sehen, ob Rebecca hier drin ist. Da ist sie tatsächlich drin. Schieß doch! Alter. Nein! Schieß! Nein! Alter! Das war knapp. Rebecca. Chris! You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Wow. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Sie wurde fast zerfleischt von so einem Vieh und jetzt sagt er, wir müssen dich alleine wieder weitergehen lassen. Viel Glück. Geil. Oh, Chris, du bist einfach ein Traum. Ein offenes Tagebuch. Die Seiten sind leer. Ach, hier waren wir schon mal drin, ne? Ich erinnere mich an dieses Tagebuch ohne irgendwelche Seiten. Ein Schachbrett aus Elfenbein.
Anscheinend endet das Spiel mit einem Schachmatt. Nimm das mit. Das können wir bei einem Heldenhändler verkaufen. So, Rebecca. I didn't mean to get you worried. Hä? Da sagen wir gar nichts zu. Kein Interesse. Hey, warum ist die nicht da durchgekommen? Ich komme jetzt voll locker da durch. So, zuallererst Nachnamen. Kombination mit Gewehr. Puh. Okay, dann hätten wir das auch. Das heißt, wir haben hier auf der Seite alles erledigt. So wie ich das sehe. Im Erdgeschoss haben wir noch nicht alles erledigt. So wie ich das sehe. Ist aber nicht schlimm. Oh, Moment. Ich gehe nochmal runter. Mir ist gerade was eingefallen. Wir haben noch dieses Metallobjekt bekommen. Ich meine, ich weiß, wo ich das eingesetzt habe. Was ist das eigentlich? Moment, ich wollte hier mal was nachprüfen. Hier ist doch so ein... Hier ist doch dieses Rätsel gewesen mit diesen komischen bunten Bildern. Da scheint mir noch eine versteckte Wand zu sein. Ach, die Raben. Ich dachte schon. Ja, ja, alles gut. Nichts ist los, Freunde. Alles ist okay. So, hier nämlich. Die Tür ist verschlossen. Dieses altmodische Schloss ist leicht zu knacken. So kommen wir direkt auf diesen Friedhof draußen. Wir haben ja noch so einen komischen Schlüssel. Ja, da waren wir gerade. Ja, komm, das machen wir jetzt gerade noch. Wenn wir da schon da sind und hier keine Gegner rumlungern, hoffe ich, dann machen wir das gerade nochmal. Moment, wir müssen einfach nur hier rüber. Einfach nur hier rein. Hier ist dann unsere Kiste. Da können wir uns diesen komischen Schlüssel, diesen Dietrich-Schlüssel nehmen, der alle Schlösser öffnet, wie es aussieht. Und dann machen wir uns auf. So. Autobatterie. Ich weiß nicht, wofür man das braucht, deswegen lege ich es erstmal weg. Das lasse ich drin. Achso, ja, den Schlüssel, na klar. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Schlüssel, wo bist du? Da. Ein alter Schlüssel. Das Holzpasspartout. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Bisher habe ich es nicht... Ich habe es ziemlich weit am Anfang gefunden. Vom Spiel. Meine ich, in irgendeinem komischen Raum... Dieses Holz Passepartout gefunden, aber seitdem, keine Ahnung. Es ist leer. Ich kann nichts damit machen. Von daher. Was soll's? So, jetzt probieren wir das nochmal mit dem Schlüssel. Dann haben wir den nicht geöffnet. Der ist von der anderen Seite nämlich nicht zu öffnen. Dann haben wir hier vielleicht so einen kleinen Durchgang, der uns. Der uns Zeit verschafft. Alten Schlüssel verwenden. Ja, sie haben den alten Schlüssel verwendet. Kann man jetzt durch. So, dann sind wir nämlich hier. So, und... Ja, toll. Ich wollte ja was holen. Das habe ich vergessen. Aber da müssen wir gleich wieder hier rein. Das meine ich nämlich. Glaube ich. Ich glaube, das ist eine Abkürzung. Ich gucke gleich nochmal auf der Map, aber ich meine, das ist eine ganz gute Abkürzung, um nicht wieder durchs ganze Haus zu rennen. Damit wir nicht von irgendwelchen ekelhaften Kreaturen zerfleischt werden. Hier ist das, glaube ich. Hier geht es nämlich raus auch, ja. Das ist es. So.
Und zwar hier. Das Wappen passt genau in die Einbuchtung. Das nehmen wir mit. Dann haben wir nämlich beide. Ist das jetzt hier verschlossen? Die Tür ist verschlossen, ja. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so schlimm ist. ja. Okay, dann machen wir jetzt wieder diesen kleinen Spaziergang. So, normalerweise... Ja, wir müssen nämlich einmal komplett drumherum laufen. Wir müssen einmal komplett drumherum. Und so sind wir direkt hier. Ups. Sorry. Sorry. So. Ja, Treppen hoch bitte. Dann nochmal Treppen hoch. Dann sind wir eigentlich schon fast da. So, nämlich hier unter der Treppe kann man diese beiden Dinge einsetzen, wenn mich nicht alles täuscht. Hier. Oh, wir sind Warnung. Verwenden. Das brauchen sie jetzt nicht. Verwenden. Ja. Und dann das Ding. Das brauchen sie jetzt nicht. Was? Die andere Einbuchtung sieht irgendwie eigenartig aus. Das brauchen sie jetzt nicht. Warum? Prüfen. Okay, das hat einen Rand. Das Ding hier hat keinen Rand. Geht es deswegen nicht? Das ist ja ein Traum. Das ist ja ein absoluter Traum. Scheiße. Okay. Mein Plan wurde durchkreuzt. Mist. Na gut. Können wir doch nicht da durch. Also irgendwas fehlt uns hier noch. Wo können wir denn hin? Wir wollten... Ja, hier links. In dieses große Zimmer. Aber dieses große Zimmer? Ist das nicht... Ist das nicht der Raum mit der Schlange? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Raum mit der Schlange ist. Was sollen wir denn da? Das ist irgendwie komisch. Ich bin gerade ein bisschen verloren. Vielleicht müssen wir wieder hier hin irgendwo. Was war denn hier nochmal alles? Im Innenhof. In der Residenz weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier ist zwar auch ein großer Abschnitt rot, aber ich weiß nicht, ob wir da nochmal zurück müssen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber im Innenhof war noch einiges. Wir gehen mal zurück in den Innenhof. Wir schauen uns da mal ein bisschen um. Ich erinnere mich, im Innenhof gab es einen Aufzug. Da gab es einen Aufzug, der hat nicht funktioniert. Weil da irgendeine Sicherung oder so. Ist das diese Autobatterie? Na, kann natürlich sein. Okay, Moment. So, bevor wir weitergehen, wo gehen wir am besten hin? Wenn wir zum Innenhof möchten, ja, dann müssen wir wieder da hoch.
Scheiße. Ja, alles klar. Na gut. Da würde ich aber trotzdem gerne vorher zur Kiste und dieses komische Ding ablegen, dieses Metallobjekt. Metallobjekt. Weil das brauchen wir dann nicht. Ja, so. So, einmal hier rein. Ja, ist ganz angenehm hier durchzulaufen. Hier gibt es keine Gegner. Noch nicht. Also diese Raben vielleicht, aber die tun mir nichts, glaube ich. Die tut mir doch nichts, oder? Liebe Vöglein. So. So, dann sind wir hier wieder. So. Dann tausche ich gerade die Objekte und speichere ab. Dann haben wir das auch schon mal. Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.